Man darf sie nie vor den Medien verstecken, weil die Medien sind in Wahrheit die Stärkeren. Du bist derjenige Mann, der in Österreich den ersten mittels DNA-Analyse gelösten Fall hier aufgeklärt hat, eben um das Thema Jack Unterweger. Und was mir am Ernst Geiger so gut gefällt, es ist doch ein Thema, das sich wirklich ereignet hat. Her body was found in Gablitz, 70 kilometers from Vienna. Ja, das war der Ausgangspunkt 1991. Ich war frisch Leiter der Wiener Mordkommission. Das bin ich geworden am 1. Februar 1991. Und bald darauf hat der Mordserie begonnen in Wien. 4 Prostituierte in 4 Wochen, neben vielen anderen Mordfällen auch. Ich versuchte, in seine Augen zu sehen, seinen Blick zu erhaschen. Eine verräterische Bewegung, ein Zucken der Lippen oder eine Bewegung der Schultern. Doch ich fand nichts. Ich war bei ihm in Graz und habe ihn einvernommen zum Prager Fall, den wir da frisch gewonnen hatten. Da war er völlig, das hat ihn völlig kalt gelassen. Aber wie ich ihn dann konfrontiert habe mit dem Fall Margaret Schäfer, wo er zu lebenslänglich verurteilt wurde, da ist er dann völlig ausgerastet. Das Bild von Jack war von den Medien schon so verfremdet und irgendwie wollte ich festhalten, ja, so wie ich ihn kannte. Ja. Ich kann nur sagen, ich habe mit sehr vielen Frauen gesprochen, die ihn kannten. Und das Interessante und Faszinierende, das hat der Ernst schon gesagt, für mich auch faszinierend, war eben, wie unterschiedlich er wahrgenommen wurde. Also das ist wirklich von bis heute unendlich unverbrüchliche Treue, ewige Liebe, bis zu Frauen, die ihn eben wirklich absolut verabscheut haben, denen er sehr wehgetan hat. Ja. Ich habe mich nie vor den Medien verschlossen. Ich wusste, ich kann nicht immer alles sagen, aber ich bin nie in Deckung gegangen, ich habe mich nie verleugnen lassen. Und wenn es noch so unangenehm war, ich habe viele unangenehme Fälle erlebt, auch in der Steiermark einmal, da haben unsere Observationskräfte bei einem Pressungsfall auf Chorsänger geschossen. Vielleicht noch kurz ein, ja. Das ist ja auch aus der Strafverteidigung. Ja, ja, da kann man nichts gewinnen. Aber ich habe mich hingestellt und habe auch was gesagt dazu. Also das muss man immer machen, egal wie unangenehm es sein mag. Man darf sie nie vor den Medien verstecken, weil die Medien sind in Wahrheit die Stärkeren. Wie kann man sich vor Messerattacken schützen? Wir wissen, in Österreich gibt es sehr viele Übergriffe, Femizide und alles Mögliche. Gibt es da ein Rezept dazu? Das beste Rezept ist davonlaufen. Was kann man denn mit Opfern und mit Angehörigen tun in solchen speziellen Fällen? Grundsätzlich Opfer, die sexuellen Missbrauch, sexuelle Übergriffe oder massive Gewalt erlebt haben, haben in Österreich Anspruch auf psychosoziale und juristische Prozessbegleitung und im Nachhinein erst für diejenigen, die weitere Unterstützung brauchen, gibt es die Möglichkeit von psychologischer Behandlung oder Psychotherapie. Aus der Wohnung, auf die Straße, in die Bar, denn dort machen ein paar klare mir die Birne wieder klar. Bei dem Mixer, an der Theke, bin ich Dauerabonnent. Ich bleib so lang bei mir zu Haus, das Licht noch brennt. Woo! Oh, gib mir ins Bett, nicht ins Bett, nicht ins Bett. Nimm mir auf den Krimi und die Interpol. Und ich
dich.